Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Shopping King. Spaß beiseite, zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Warum Shopping King? Ja, das wird der Titel unseres heutigen Parts sein, weil wir gehen shoppen. Und zwar bei allem und jedem, der ansatzweise irgendwas Brauchbares für uns hat. Also, zeig mir deine Ware. Was kann ich dir anbieten? Am besten Tränke und so weiter. Okay, nicht wirklich. Die hat nur zu essen. Das nehmen wir nicht. Ich werde einfach alles in Tränke investieren. Ja, da werden wir halt nicht viel finden. Außer wir gehen jetzt in die Stadt zurück. Dann muss ich auch alchemistisch da mal was machen. Wie gesagt, es ist nur die Frage. Was für Tränke machen wir eigentlich? Sollen wir mehr auf Stärke gehen, weil wir doch eine Waffe geschmiedet haben, die, die dem Endgegner ordentlich zusetzen soll? Oder schafft es vielleicht auch die Klaue Belia, mit ihm fertig zu werden? Das ist halt jetzt so alles eine Frage, ne? Wir werden es auf jeden Fall erleben und auch sehen. Keine Frage. So. Ich würde auch mal meinen, dass ich einen Reservespielstand mache, also einen separaten. Für den Fall der Fälle, du kannst so ein Schwert führen? Ernsthaft? Wie das ausschaut, ein Alchemist mit solchen Waffen, ne? Zeig mir deine Ware. Boah, ey, ne? Da hat er gerade noch 6 Tränke, die nehmen wir mit. Zu wenig Geld, na freilich. Ist ja logisch. Haben wir da Ringe, die wir nicht mehr brauchen? Irgendwas Schwächliches? Feuer? Puh. Ja, das ist auf jeden Fall schwächlich. Der auch. Schutz vor Pfeilen. Feuer. Ring der Verteidigung. Magie. Das mit den Pfeilen möchte ich vielleicht noch behalten. Feuer haben wir schon 3. Feuerring. Da könnte ich einen hergeben. Dann Flammenschutzring. Ja, da ist der eine besser. Schutz vor Waffen. Da können wir den eigentlich auch verkaufen, weil wir haben ja, so wie hier die beiden da, ne? Von den Erbauern die Sachen. Also die Ringe. Schutz vor Waffen. Dann hier orkischer Kriegsherr. Das behalten wir noch. Oh. Hätte ich den vielleicht irgendwo mal anziehen? Wurscht. Egal. Mana und so. Mana-Bonus. Lasse ich dabei auch mal. Stärke-Bonus lasse ich auch. Geschicklichkeit lasse ich auch. Mana. Behalten wir auch mal. Lebensbonus auch. Okay, das haben wir mal erledigt. Dann schauen wir da unten weiter. Ist hier irgendwo was, das wir hergeben können? Auf jeden Fall die Krallen. Nein, jetzt habe ich ein Drachenblut verkauft. Ich wusste, dass es mal passiert, ne? Ach, was soll's. Ist halt ein Zweck. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm. Dann Haut eines Reptils, das kommt auch weg. Das Schattenläuferhorn leider auch. Wir können damit sonst nichts mehr anfangen. Die Lurkerkrallen kommen auch weg. So. Dann, was haben wir hier? Stachel möchte ich noch behalten. Aber die Knochen eines Skelettes können wir hergeben. So, dann, ja, Haut eines Sumpfhaies. Ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie eine bessere Rüstung oder so noch machen. Ich glaube nicht, ne? Das müsste eigentlich schon passen, so wie wir es haben. Also kommt das weg, die Trollhauer kommen weg, schwupp, haben wir schon wieder über 4000. Runenstein, ich lasse es mal, brauchen wir normal auch nicht mehr. Minecrawler-Zangen lasse ich auch nochmal. Was haben wir da? Honig. Säge, ja, da kannst du auch was haben. Eine behalte ich. Silberkette. Was haben wir da? Minecrawler-Platten lassen wir mal. Die Zähne tun wir weg. Blub. Die Flügel tun wir weg. So. Die Kopf einer Fangschrecke. Fangheuschrecke tun wir weg. Dann haben wir noch 2 Lederbeutel. Na fein. 4000, fast 5000
Goldmünzen haben wir noch. Hast du, was hast du denn krautmäßig? Haben wir da dir schon alles weggenommen? Drachendings zum Beispiel? Was hast du da? Sumpfkraut, Snapper, Butler, Heil, Feuernessel, ein paar Pilze, Heilkraut. Ja, dann haben wir, das haben wir ihm, glaube ich, schon weggenommen. Da ist uns nichts mehr. Tschü. Okay. Dann zu Zuris. Ich glaube da nicht dran. Ich weiß gerade nicht, ob man alchemistisch oder so dann auch dabei haben. Ich glaube fast nicht. Ja. Aber ich fürchte, dass auch Zuris nichts mehr für uns hat. Und ich hoffe auch sehr, dass wir irgendwie eine Regenerationsgeschichte dann haben, Bett oder so auf dem Schiff. Zeig mir deine Ware, dass wir Ressourcen sparen können. Ja, da gibt es noch was, ne? Lebensenergie. Den behalte ich mir zum Schluss auf. Vollständige Regeneration, bitte, nehme ich gerne mit. Und auch die schwächlicheren Tränke. Zuerst, nein, jetzt habe ich den falschen gekauft. Super. So, passt. Sprinttrank. Ich weiß nicht so recht. Hast du noch Spruchrollen? Ich habe ja auch ein paar Heilspruchrollen gekauft. Also damit wir uns heilen können, so muss ich sagen. Ich glaube, das passt uns schon so. Wenn wir jetzt noch 500 Punkte hätten, könnte ich Bonus für maximale Lebensenergie, 20 Lebensenergie würde man dazu kriegen. Boah, das wäre halt auch nicht schlecht, ne? Wenn ich jetzt diese Golddinger da verkaufe, kriegen wir noch genügend Geld zusammen? Weil das will ja keiner haben. Um... Ich glaube dann. Ja. Geht sich super aus. Ich kaufe mir den auch noch. Wenn, dann muss es ordentlich brennen. So, dann... Perfekt. Sehr gut. Passt. Dann werden wir das gleich mal trinken. Der erzähle ich gar nichts mehr. So, mal rauf da mit uns. Beziehung, jawohl. Schön trinken. Plus 20 Lebensenergie. Schön. Können wir mal nachschauen, wie viel Lebensenergie haben wir schon? 665 Lebensenergie. Das schaut ja nicht so schlecht aus. Ja, das schaut ja nicht so schlecht aus. Waffenmäßig bringt uns das eh nichts mehr. Und normal kaufenmäßig sind wir fertig. Boah, ne? Gut. Dann will ich mal sagen, ich schau mal bei den Jungs vorbei im Hafen. Da kann ich mich eigentlich hinporten. Alle hopp, hui. Und schau mal, ob sie schon abreisefähig sind. Da werden wir das Ganze, ich werde das trotzdem mein Einkaufen mäßig, da kann ich eh nichts falsch machen im Normalfall. Ich speichere das mal hier ab. So. Zumindest hoffe ich, dass ich da nichts falsch machen kann. Und dann könnten wir eigentlich noch bei Martin vorbeischauen, da oben. Ob er noch irgendwas für uns hat, tränkemäßig oder so. Und dann ist halt noch Alchemie so eine Geschichte. Ne? Ich wäre halt echt neugierig, ob auf dem Schiff, ob es da einen Alchemietisch gibt, ne? Wegen des Waffenhändlers. Wegen des Waffenhändlers. Dann zeig mal her, was du hast. Fernando hat zugegeben, die Banditen mit Waffen versorgt zu haben. Und? Was noch? Das ist alles. Ist ja schön, dass er da... Aha, ich... okay, da brauchen wir Beweise. Okay, ist wurscht. Was hast du anzubieten? Was hast du an... Dann passt. Gib mir mal ein bisschen... Was ist denn das, bitte? Böses Vernichten. Große Wundheilung. Heiliger Pfeil. Heiliges Licht. Erzbrocken. Mole-Rat-Fett. Wozu? So viel Böses vertreiben? Mittlere Wunden heilen. Wie viel? Ich kann das nicht glauben. 400 soll das kosten. Du hast da auch ein bisschen einen Vogel, oder? Boah, das ist hoher. Und tschüss. Ich hoffe nicht, dass wir das brauchen. So, alle hopp. Da gehen wir mal. Hui, langsam. Passt. Tja, ne? Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal das Schiff an, ob wir wirklich schon abreisen dürfen oder ob ich noch jemanden für unsere Sache gewinnen muss. Hallo Burschen. Schöne Mannschaft, schöne Mannschaft. So. Na dann. Ich schau mal, ne? Lass uns zur Insel aufbrechen. Lass uns zur Insel aufbrechen. Alles klar. Hier mit der Karte und dann geht's los.
Alle an Bord! Denk daran, dass du auch wirklich alles dabei hast, was du brauchen könntest. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du dir sicher bist, hau dich erstmal in der Kapitänskajüte aufs Ohr. Die Reise wird einige Zeit dauern. Okay. Dann mache ich da gleich mal einen extra Spielstand. Hier hin. Dann kann normal nichts passieren. Ich will nämlich nur schauen, ob wir hier einen Alchemietisch haben. Boah. Na? Wir haben auf jeden Fall eine Schmiede. Wir haben eine Schmiede. Was haben wir hier? Hier stehen nur Fässer. Ich schaue mich nur mal kurz um. Ja, wir haben einen Alchemietisch. Das ist schön. Eine Spruchrolle. Was, noch eine? Okay, noch eine. Eine Buchkommode. Tränke, okay. Na fein, wir haben ja doch was da. Ah, wart was, okay. Wir haben ja was da. Das ist ja schön. Das heißt, ich kann eigentlich, ohne mit der Wimper zu zucken, aufbrechen. Wir haben alles dabei. Da unten sind ein paar Kanonenkugeln. Oh, da liegt was. Lederbeutel und Trank. Mhm. Da hinten liegt auch was. Ein Ring und ein Lederbeutel. Aha. Schön, ne? Es sind hier noch ein paar Kleinigkeiten versteckt. Noch ein Trank. Weil alles andere, ich hoffe echt, wir haben genügend Graffel. Trank, ich hoffe, das reicht alles. Für alles andere werden wir nämlich die Alchemie einsetzen. Falls wir brauchen, eben auch Stärke. Darum behalte ich jetzt meine Erfahrungspunkte auf. Wenn alle Stricke reißen und wir mit Klaue Belias nichts zusammenbringen, hui, dann müssen wir leider investieren. Welch dramatische Stimmung. So, hier ist dann auch nichts, denke ich mal. Nö, alles schön. Na fein, meine Lieben, ne? Dann würde ich sagen, wir gehen das Ganze jetzt mal an. Bennett arbeitet schon fleißig. Boah, du bist da jetzt raufgesprungen. Gorn, das hat jetzt gerade super ausgeschaut. Echt. Das da oben dürfte die Kapitänskajüte sein, ne? Ich bin mir auch recht sicher, dass ich so viele Leute bei meinem ersten, bei meiner ersten Fahrt gar nicht dabei hatte. Kann man da überall rein? Nö, oder? Das ist nur so aufgemalt. Ja, ja. Damit das toll ausschaut. Kann ich da rein? Ja. Das dürfte die Kapitänskajüte sein. Ja, Walter. Hey, da liegt ein Herz. Schau, schau, schone. Und eine Buchkommode. Das Gesetz der Insel. Gut, das haben wir schon gelesen. Und zwar im Kloster. Im Kloster. Ja. Ist da oben. Wow. Okay, geht schon los. Es geht schon los. Falls man das Video jetzt wieder nicht sieht, man sieht unser schönes Schiff, wie es Segel setzt. Und schon segeln wir Richtung Horizont. Mit einem blauen Himmel und weißen Wolken. Zu einem ungewissen Abenteuer. Mit einem ungewissen Ausgang. Zur Insel, wo der Feind lauert. Gierig seine Krallen nach unserer Welt ausstreckt, um sie zu beherrschen. Doch wir, der namenlose Held und unsere Crew, unsere treuen Freunde, werden dem Bösen das Fürchten lernen. Wir werden Belia Einhalt gebieten. Komme, was da wolle. Und Innos und Adonos werden uns beistehen. Und auch indirekt Belia, denn schließlich tragen wir seine Klaue. Also werden wir den Feind mit seinen Waffen versuchen zu schlagen. Jawohl. Und tada, wir sind jetzt auf der Insel. Kapitel 6. Die Hallen von Irdorath. Schön. Will man einfach mal kurz das Schiff verlassen, kommt ein neues Kapitel. Also, wie gesagt, ich lege dafür jetzt auch extra einen Spielstand an. Ich nehme jetzt mal Reserve 1. Einfach nur so zur Gaude. So. Also, Burschen, was machen wir jetzt? Wie sieht's aus? Heiltrank geben. Nein, das lassen wir jetzt alles mal schon bleiben. Wir tun jetzt mal brav sein. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Erkundungstour.
zücke auch gleich unsere geliebte Klaue Belias, weil da vorne geht schon der Stunk nochmal los. Mit allerhand Orks und da drüben sind auch Feuerwarane, wie man da rüberkommt. Aha, springen wahrscheinlich. Kommt nur her, ihr Trotteln. Katschanga, wow. Katschanga. Naja, komm, bam. Na los. Katschanga, jawohl. Und der erste ist schon hin, der zweite ist auch hin, und der dritte ist auch hin. Jawohl. Wow, so muss das ausschauen. Hahaha. So. Ah, das sind ja nur Peanuts von Viechern, ne? Nichts zu plündern. Dann möchte ich gerne speichern. Ich werde mir auch hier besser noch den... Ich nehme den 10. Spielstand mal, oder? Oder weißt was? Ich mach hier. Endgegner. Machen wir so. Mit einer 1 dazu. So, machen wir das. Dann kann echt hoffentlich nichts Schlimmes mehr passieren. Wow. Okay, wie machen wir das? Ich müsste springen. Hui. Geht. Bam. Katschanga. Und gesterben. Stirb weg, Viech. Komm, stirb weg, Viech. Wow. Komm alle, ne? Dann stirb ich weg. Weil du, Viech, nicht sterben willst. Du bist schuld. Wow. Das war knapp. Schnell. Hallo? Inventar? Geht ja. Nein, wartet. Ich gehe mal looten. Ich fackel nicht weiter. Gut. Also ich brenne nicht weiter. Da ist nichts zu holen. Da ist nichts zu holen mehr. Gut. Wow, das war knapp. Der Trank hat uns den Arsch gerettet. Ne? Versteht ihr? Der Lebensplus-Trank hat mir gerade den Arsch gerettet. So, ich tue euch gleich sofort nochmal speichern. Wie gesagt, dann nochmal dasselbe. Endgegner 2. Passt. Und dann noch einen dritten für später. Oh, ruck, juhu. Na super. So geht's auch, ne? Ab ins Wasser. Schön, haben wir da ein bisschen einen Bug hier, ne? Ich bin eigentlich schon draußen aus dem Wasser und so. Ich will nur aufs Schiffchen rauf. Oder ich muss den Sprung einfach sauber hinbekommen. So wird's sein. So, hier rauf bitte. So, jetzt bitte einen sauberen Sprung, ja? Ne? Ohne Absturz. So, wirklich warten, warten, warten. Und jetzt. Hui! Jawohl, jetzt lief's gut. So, ich lege mich mal in die Kajüte. Ich hoffe, das funktioniert. Dass wir da schlafen können. wir sind nämlich leicht angeschlagen. Ich möchte gerne so gut es geht Ressourcen sparen. Das heißt, ich gehe mal. Achso, falsche Seite. Super! Toll! Zoki, das hast du fein gemacht. Brav. Boah, ey, der Part ist auch schon wieder zu Ende, ne? Gratulation. Ey, 20 Minuten sind echt für nix. Also in diesem Falle, ne? Die vergehen da hier so schnell, das ist ohne so gemein. Den richtigen Schlüssel krieg ich das nie auf. Aha, ich darf nicht. Und wie darf ich jetzt mich heilen? Watras. Hui, warte, was ist da unten eigentlich? Ah, die Küche. Hier haben wir die Küche. Ist im Bett frei? Ja, Gott sei Dank. So. Gute Nacht. Bis zum nächsten Morgen gepennt. So muss das ausschauen. So läuft das gut. Ich werde das Bett des Öfteren benutzen müssen. Leider. Ihr merkt es ja, ich bin ja ein Schussel. Also, das geht gar nicht anders, wenn wir hier überleben wollen. Ich muss Ressourcen sparen. Ich muss ein bisschen sparen. Wir müssen die Tränke eh noch früh genug leider verbraten. So, Kumpel Gorn ist auch hier. Passt. Dann würde ich sagen, wir machen noch ein paar Minütchen. Schauen uns da oben weiter um. Ich habe gesehen, da gibt es jetzt ein paar Wagen. Ein paar Warg. So, hui. Endgegner 1. Passt. Dam-di-da, dam-di-da, dam-di-da. Schade ist jetzt halt nur, dass wir die Felle eben nicht mehr verkaufen können. Leider, leider. Bäm. Aufs Koscherl. Komm, steh weg. Jawohl. So ist gut. Bist nur du allein? Irgendwie habe ich da eine Armee von Viechern in Erinnerung. Aber das ist irgendwie tote Hose. Doch da. Oh oh. Ich muss mal kurz weg. Oh oh. Nur mal kurz weg. Ein Stückchen runter da.
dass die Schamanen nicht kommen. Kommt's denn hier, Depp? Bam! Katschanga! Komm! Wir sterben! Bam! Komm, stirb weg! Jawohl! Jetzt du! Na, ich will den da zerstören. Wie ist der gestorben? Na, passt. Und tschüss. Aus die Maus. Die machen halt nur Lärm, ne? Sonst können die nichts. So, schön ausluten. Ja, mit dem Zeugs. Wir sind noch gut bei Kräften, dass wir jetzt nicht uns heilen müssen. Das heißt, es wird ein Spiel speichern vonnöten. Und dann tun wir hier alles schön sauber machen. Aber dafür, dass es hier zum Endgänger geht, na, ist es wirklich etwas mager, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also besiedelt hier. Wow. Komm her. Gatscha. Bam. Jawohl. Wow. Wo ist die Blüte? Da drüben. Okay, da schert sie nicht. So, da la. Her mit dem Graffel. Gib mir alles, was du hast, Viech. Ja, ja. Kannst du knurren. Das hilft dir auch nicht. Da hat gerade was Komisches geknurrt. Ist aber nichts Schlimmes. Boah, ey, das geht echt super. Ich freue mich. Also es läuft echt viel besser. Oh, nicht speichern. Es läuft viel besser, als ich da damals beim ersten Mal hier war. Da hatte ich zu tun, die Viecher da zu blättern. Also ich bin guter Dinge. Ich bin sehr guter Dinge. Was, komm, stipp weg. Was den Endgänger betrifft. Passt, der ist hin. Komm, stirb weg. Passt, schön. 4 Orks geplättet. Da ist nichts zu plündern. Sehr gut. Da wir schon wieder ziemlich morsch beieinander sind, würde ich mal meinen, werden wir dann hier an dieser Stelle den Part beenden. Was, wie, nichts zu holen? Können ja nicht arm wie Kirchenmäuse sein. Was sind denn das bitte für Gegner? Wie gesagt, da wir schon wieder recht morsch beieinander sind, also sprich ziemlich schwer verletzt sind, werde ich wieder zum Schiff zurückgehen, ein kleines Nickerchen machen und wir beginnen den Part morgen wieder hier, an dieser Stelle. Und schauen uns die Gegend hier weiter an. Ich glaube, da oben kann man da oben rauf, werden wir auch mal uns kurz umschauen, ob da was verborgen liegt. Auf jeden Fall bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!